Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Garmin-Outdoor-Navigation am besten in Betrieb nimmst. Viel Spaß damit! Wenn du deine neue Garmin-Outdoor-Navigation, also beispielsweise einen eTrex, einen Oregon oder ein GPS-Map hast, fragst du dich vielleicht, wie nehme ich das Gerät am besten und sinnvollsten in Betrieb? Und das möchte ich jetzt mal dir Schritt für Schritt zeigen. Ich habe dazu einen neuen Oregon 700 hier und das erste klar ist, er braucht eine Stromversorgung. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit den weißen Enelopes gemacht und die lege ich da jetzt mal ein. Wenn dich das Thema mehr interessiert, da wird es auch einen Artikel bei mir auf dem Blog geben, wo es alle Möglichkeiten der Stromversorgung für deine Garmin Outdoor-Navigation geben wird. Als nächstes schalte ich das Gerät jetzt mal ein. Der braucht einen Moment zum Hochfahren und das ist für dich der ideale Moment, um diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst du keine zukünftigen Videos, also einfach unten auf den Abo-Button drücken. Das Gerät ist jetzt schon hochgefahren und du musst erstmal wählen, welche Sprache. Und in dem Moment ist er eigentlich schon funktionsfähig. Du siehst hier, es ist ein neues Gerät, der vermutete Standort ist immer entweder in Taiwan oder in den USA, also der hatte noch keinen GPS-Empfang bei mir hier. Als nächstes empfehle ich dir gleich mal ein Firmware-Update zu machen bzw. das Gerät in Garmin Connect bzw. Garmin Express anzumelden. Dazu habe ich hier am Laptop schon Garmin Express installiert und schließe den Garmin an und du siehst jetzt auf dem Display hier dieses USB-Zeichen und jetzt geht's weiter auf dem Rechner. Nach kurzer Wartezeit siehst du hier oben auch schon, dass ein neues Gerät gefunden wurde und wenn ich da jetzt draufklicke, dann sucht er schon, findet hier den Oregon 700. Ich tippe auf Gerät hinzufügen und kann ihn jetzt dann gleich auch in mein Garmin Connect Konto einbinden. Dazu gehe ich auf Anmelden, da ich ja schon ein Konto habe. Den Spitznamen lasse ich einfach und gehe auf Weiter. Jetzt könnte ich noch WLAN-Netzwerke einrichten. Das mache ich dann allerdings erst später. Überspringe das jetzt hier in dem Moment mal. Und jetzt dauert es einen Moment, bis das Gerät komplett eingerichtet ist. Nächster Schritt ist ganz wichtig. Das heißt, es werden vermutlich gleich Updates vorhanden sein. Da kannst du dir hier mal die Details angucken, also eine neue Gerätesoftware, eine neue Zeitzonentabelle und ich klicke hier auf Alle installieren, muss noch die Geschäftsbedingungen annehmen und dann fortfahren und jetzt werden die neuen Softwarepakete runtergeladen und auf dem Oregon installiert. Wenn du ein Gerät mit integrierter Karte hast, dann wird dieser Vorgang deutlich länger dauern, weil da besteht auch die Möglichkeit, dass es neue Karten gibt und da kannst du schon mal so 1 bis 2 Stunden Download- und Installationszeit einrechnen. Als nächstes kann ich hier nochmal auf Extras und Inhalte klicken und kann mal schauen, ob es hier noch optionale Updates gibt. Da ist nichts mehr verfügbar. Insofern für die erste Einrichtung passt es erstmal und es geht weiter am Gerät. Nachdem die
Einrichtung am Computer abgeschlossen ist, kann man den Garmin wieder trennen und hier einfach wieder hochfahren. Und nachdem das Gerät neu gestartet wurde, ist eine neue Software gefunden. Da sage ich ja, dass diese Software jetzt erst auf dem Oregon installiert wird. Das dauert einen kurzen Moment und dann startet der Garmin selbstständig neu. Jetzt ist der Garmin mit aktueller Software ausgestattet. Ich könnte jetzt schon mit der Einrichtung der Einstellungen beginnen. Das werde ich dir allerdings in einem anderen Video zeigen. Stattdessen werde ich das Gerät jetzt noch mit dem Smartphone und Garmin Connect Mobile verbinden. Für die Verbindung zwischen Garmin und Smartphone empfehle ich immer, vorher das Smartphone nochmal neu zu starten. Denn da hatte ich bei anderen Geräten schon häufiger das Problem, wenn da irgendwelche Verbindungen noch so ein bisschen aktiv im Hintergrund waren, dass das zu Problemen geführt hat. Insofern mal einen schnellen Android-Neustart zu machen und dann kann man hier auch schon Garmin Connect starten. Hier gehe ich auf Einstellungen Bluetooth. Der Garmin sagt mir, dass die komplette Initialisierung von Seiten des Smartphones ausgehen soll. Deshalb hier auf Garmin Geräte tippen. Und jetzt entweder es wird hier in der Liste schon angezeigt oder ich gehe zu den Geräten hinzufügen. Dann sucht das Smartphone nach Geräten in der Reichweite. Alle kompatiblen Geräte. Das hier ist also ein Oregon. Sonstige. Oregon 7 Serie. Und hier finde ich schon den Oregon zum Verknüpfen. Jetzt wird die Verbindung hergestellt und die Einrichtung durchgeführt. Das kann immer ein paar Momente dauern. Ich muss auch noch von Android-Seite her zulassen, dass die Verbindung hergestellt wird. Und damit ist jetzt die Verbindung zwischen Garmin Connect auf dem Smartphone und dem Oregon fertig. Einmal auf Fertigstellen, Fertigstellen hier und ich sehe auch, Status ist auf Verbunden. Hier oben sehe ich ein kleines Bild von dem Gerät und wenn ich da drauf gehe, sehe ich, dass er verbunden ist und kann hier auf Synchronisieren tippen. Damit werden alle Aktivitäten, die ich auf dem Garmin aufgezeichnet habe, auf das Garmin Connect Portal übertragen und wenn ich da irgendwelche Einstellungen gemacht habe, dann werden die auch zurück aufs Gerät synchronisiert. Das soll es für den Anfang gewesen sein. Wie gesagt, die ausführlichen Einstellungen, die zeige ich dir für ein paar verschiedene Geräte in künftigen Videos. Und wenn dir das Video geholfen hat, gib mir einen Daumen hoch. An der Seite habe ich noch ein paar spannende Videos für dich. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.